Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Weiter geht's. Zu so einem schönen, ja, Let's Play. Es hat sich wieder ein bisschen was getan in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, haben wir doch die Winterwiener haben wir zusammen aufgestellt. Habe ich hier irgendwas gemacht? Ein bisschen Sound. So, damit ihr auch hört, wie lästig das ist. Dazu kommen wir dann später. Hier hat sich eigentlich nichts getan. Nee, gar nichts. Ich habe wieder den Grinder angeschlossen und die anderen Sachen habe ich hier reingetan. Die sind jetzt natürlich voll. Ist auch ziemlich voll. 136 Terajoule haben wir mittlerweile. Hier haben wir jetzt richtig Power auf der Leitung. Das passt. Was wir jetzt noch brauchen ist. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich glaube, ich brauche es noch Redstone. Für was werdet ihr denn gleich sehen? Hier habe ich Barrels hingestellt, denn hier tue ich immer wieder die Wolle raus und in den Barrels zwischen da mal so. Der hier arbeitet noch fleißig vor sich hin. Mal vollfüllen, das mache ich mal so nebenbei. Jetzt gucken wir noch mal hier rein. Zwar hier habe ich so 20. Hauen wir noch mal ein bisschen rein. Ich brauche hier dieses Redstone. Zack, zack, das werden wir dann auch noch brauchen. Weil wir jetzt in dieser Folge kümmern wir uns mal um ein bisschen RF-Bauer. Dazu haben wir den Mod Big Reactors drauf. Und da haben wir eh schon die Kiste, da haben wir schon alles vorgecraftet. Hier so Reaktor-Casing. So falsch, das wollte ich nicht so. Reaktor-Casing ist aus Graphitbar und ja, Gehörschaden. Ein bisschen Uran oder Hyrolium, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das gelbe Zeug da. Das Graphit bekommt man einfach, wenn man einfach Kohleschmelze tut. Dann haben wir ein Reaktor Access Point, das ist für Input und Output. Ein Controller ist klar, hier kommt man kontrollieren den Reaktor. Power Tap sollte eigentlich auch klar sein für die Energie. Ein bisschen Glas und dann eine Fuel Rod, wo der ganze ja, Uran reinkommt und der Controller dazu. Ich weiß, warum ich den Sound eigentlich ausgeschaltet habe. Hier vielleicht jetzt auch. So, dann nehmen wir uns den Dolly. Der Dolly ist auch ziemlich einfach zu craften. Eisen und ein Holz. Das ist einfach so ein Wagen, mit dem kann man alles aufheben. Außer Barrels gehen anscheinend nicht. Ne, Barrels gehen nicht. Und man kann ganz einfach Kissen aufheben und mitnehmen. Man hat dann jetzt dafür Slowness und so, aber das stört mich nicht. Wir gehen in diesen Raum hier hin. Hier bauen wir den Reaktor auf. Hier habe ich nur kurz mal für mich da aufgebaut, damit ich weiß, wie der da circa ausschauen wird. Ich hoffe jetzt, dass ich genügend Steine und so habe, weil ich da jetzt schon weiß, dass ich da zu wenig haben werde, aber okay. Ist ja auch egal. Jetzt weiß ich nur nicht. Bauen wir den Innenboden rein oder nicht? Nee. Dolly, platzieren wir mal hier hin. Du wieder hier rein. Dann bauen wir diese hier. Und wir müssen den aufstellen. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So groß wird der Freund hier. Und ich glaube, ich habe mich schon verrechnet, weil ich den Boden nicht bedacht hatte. Okay, das kann jedem mal passieren, ne? Können wir ja noch ein paar nachmachen, ist ja kein Problem. Und hoch ist er 1, 2, jetzt sind wir schon bei 3, gell? Mal kurz überlegen. 6 war hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 müssen wir hoch. Na super, das ist ja viel zu hoch. Das geht ja alles nicht hier aus. War da wirklich so hoch? Wir kommen dann nicht mehr zu den Control Rods. Aber theoretisch müssen wir da gar nicht dazu. Eigentlich soll das nicht unser Problem sein. Warte, dann kommt hier mal ein Eck und hier ein Eck, wo wir dann später dazu müssen. Es ist, ich weiß, es ist ein ziemlich großer, aber wir brauchen einen großen. Kleinen Kackbrotter will ich mich nicht drum ärgern, deswegen habe ich gleich gesagt, ja, hauen wir uns gleich einen großen hier hin.
haben wir ordentlich Energie. Ich glaube, circa 10.000 der Elf sollten wir da rausbekommen. Das ist schon einiges an Holz. So. Dann, wie machen wir denn hier? Ja, schaut ziemlich monströs aus. Input, Output machen wir auf der Seite. Kurz überlegen. Hier kommt das. Hier das. Das heißt, hier Input, Output machen wir hier hin. So, so. Da braucht man nur reingehen und den einfach umstellen. Dann ist das Output, Input, sieht man ja an den Pfeilen. So, dann möchte ich hier vorne, möchte ich Glas haben. Da habe ich ja auch zu wenig. Aber das war Absicht, weil ich nicht zählen wollte. So. Da braucht ihr mir keine Vorwürfe machen. Wenn ich das jetzt abbaue, verschwindet das nicht. Nee, ist da. So, hier Glas und eigentlich weiteres Glas brauche ich gar nicht. Aber ich dachte, wir machen hinten auch Glas. Man eigentlich alles Glas, was wir mit Glas machen könnten. So, so, wir haben noch 27. Dann können wir hier auf der Seite auch noch ein bisschen. So. Mal gucken, eigentlich geht sich das ja schön aus hier. So. 9, 7, 2, 3, 2. Das heißt, wir brauchen hier noch. Ach, kack, die Wand dann einfach hier Stein reingelegt. Und fertig, interessiert doch keinen. Nein, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. 2. 3 Gläser brauche ich eigentlich. Nehmen wir da noch eins raus. So. Ah, hier in der Ecke. Achso, nee, so. So, schaut nicht schön aus, aber erfüllt den Zweck. Hä, jetzt fehlt mir noch ein Glas. Ich hatte doch 3. Wo ist das dritte denn? Hallo? Dann mach jetzt hier noch eins raus. So, jetzt haben wir die 3, passt. Die, was hier vorne noch fehlen. 1, 2, 3. Hoho. Dann hier vorne möchte ich gerne. Du wieder weg hier. Jetzt weiß ich erst wieder. So. Da muss der Controller rein. Und den Bauer-Tab brauche ich ja auch noch. Diesen Tab da. So. Controller und die Energie geben wir wo aus? Am besten auch hier auf der Seite. Einfach hier daneben und fertig ist der Lack. Hatten die anderen zwei Sachen, können wir auch gleich mitnehmen. So. Ah, hier ist das Glas, was ich gesucht habe. Dann hier zwei Glas raus, du hier raus, dann da rein und jetzt die Fuel Rods. Einer Mitte, hier. Da kommen dann 5 Stück rein. So. Jetzt bulle ich mich hier ein. Kommst mit. Das ist jetzt Absicht, dass ich mich hier einbuddel. So, dann du. Du, in der Mitte raus. Das Glas rauf wieder, Fuel Rod hier rauf. Zack. Und du drauf. Zack. Dann kommt hier oben mal alles weg. Das Dach habe ich übrigens schon mal zugemacht seit dem letzten Mal, damit das auch ein wenig gestört hat. Das ist hier immer offen war. Wir jetzt sowieso was reinbauen, muss es eh zu sein. So, hier mal das ganze Zeugs rausholen. Dann gehört hier vorne noch zugemacht. Zack, zack. Müssen wir wieder in unser Häuschen zurück. Wo sind wir denn jetzt da? Da. Da gleiten wir schön zurück. Zu unserem Gleiter. Und holen uns mal die 2 Tanks. Ich hoffe, das genügen. Genügt. Sicherheitshalber nehmen wir noch einen Eimer so mit. Sicher ist sicher, man weiß ja nie. Weil das brauchen wir für die Kühlung.
Wir haben jetzt 9 Minuten, 10 Minuten. Ne? Ob wir den noch heute in Betrieb nehmen können, wird schwierig. So. Hier eine gesetzt. Der ist schon voll gesetzt. Das gehört eins tiefer. Hier unten, ja. Dann nehmen wir hier ein. Ich weiß gar nicht, ob der da sich verfestigt oder nicht. Nee. Wird schon klappen. Wenn nicht, ist auch egal. So. 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 Dahin. Dahin. Mal außen rundherum alle. So. So. Hier noch einer. Ich glaube, hier in der Ecke fehlt auch noch einer, oder? Steht hier, hier steht, dann gehört hier noch einer hin, hier noch einer hin, hier noch einer hin, okay, dann rennt der noch, so, hier steht, hier steht, hier steht, hier fehlen noch zwei, ja, ob das war natürlich ein Fehler, ah, jetzt stehen alle, okay, da. Das heißt, sie haben einen vergoldet. Na egal. Das ist nur minimaler Verlust. Und jetzt werden wir hier schauen, wir brauchen hier noch 1, 2, 3, 4, 5 sind 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 Stück brauchen wir noch. Dann mal schauen, dass wir 20 Glas zusammen bekommen. Da haben wir nix. Dann hier so. Wir haben 3, 8, 16, so 20. Und dann hier einfach 23, egal. Und wir brauchen das Zeug dann noch. Dann werden wir gleich das mal durch den Grinder hauen. Wenn angeschaltet ist, so. Denn das ist das Fuel sozusagen. Na ja, auf die blöde Tür. Blub. Jetzt muss hier alles zugemacht werden wieder. Glas schön. Aufpassen, dass wir unten keine Flüssigkeit zerstören. Die rote Flüssigkeit ist sozusagen das Kühlmittel, so wie Wasser hat nur eine bessere Kühlung. So, hier ist alles zu. Okay, okay. Dann gucken wir mal hier, so. Genau, der Reaktor scheint fertig zu sein. Hier hat man ein schönes Interface. Was das alles macht, das sehen wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Wir schauen uns jetzt nochmal an, ob wir den zu laufen bekommen oder nicht. Ich habe mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Es müsste ja schon bekannt sein, dass ich mich mit den Mods nicht mehr so im Vorfeld beschäftige, sondern direkt im Let's Play. So, wir haben 40 Uran, 20 nehmen wir mal. Und dann müssten wir sie theoretisch, wenn ich das so richtig verstanden habe, hier einfach in den Import reinwerfen. Dann sind sie weg. Und da drin ist es gefüllt. Hier sehen wir haben 25% gefüllt. Was natürlich auch ja, gerade wenig ist. Aber okay, wenn wir mal oben schauen. Boah, sieht man nichts. So, dann können wir hier über den Controller mal da unten schauen. Aktivieren, stoppen. Und hier können wir raise diesen Core will be ejected soon as possible. Egal, drücken wir einfach mal Play und jetzt erhitzt sich der da oben. Wir produzieren hier RF. Das ist der interne Speicher. Der, wie viel RF? 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 10 Millionen RF. Und wir
produzieren mit unserem aktiven Reaktor momentan 2277 Flux, also Redstone Flux, das ist Thermal Expansion Energie, die wir dann auf der Seite hier rausnehmen können, ganz normal mit den Pipes. Jetzt haben wir natürlich noch nicht viel, weil okay, er zieht runter. Passt, dann stoppt mal den wieder. Fährt er wieder runter und wir verbrauchen nichts. Weil wir müssen erst noch die Fuel Rods komplett füllen. Ich werde dann hier schon mal Energiezellen bauen. Wahrscheinlich die hier. Ja, die haben eine Kapazität von 10 Millionen, das passt. Darum werde ich ein paar bauen und dann schon mal die Thermal Expansion Geräte hier aufstellen daneben. Und das mal alles ein bisschen durchtesten. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ansehen. Lasst ein Like oder Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.